Willkommen aus dem nasskalten Oberpfaffenhofen zu AltTV, ein gut geheiztes Shuttle. Das wäre jetzt gerade recht. Magic Carpet Ride von Steppenwolf. Das waren die ersten Töne, die Gerhard Thiele heute zu hören bekommen hat. Nicht aus dem Radiowecker, sondern per Funk aus Houston. Die musikalischen Wake-up-Calls haben eine lange Tradition bei den Shuttle-Flügen. Und auch auf dieser Mission ist da eine ganz nette Auswahl an Hallo-Wach-Songs zusammengekommen. Eye in the Sky von Alan Parsons zum Beispiel war dabei. Oder Radar Love von Golden Earring. Auch New York, New York mit Frank Sinatra und die Moldau. Und wenn das Bodenteam in Houston fit ist, dann versorgt es Gerhard Thiele morgen früh mit dem neuen Grand Prix-Song für Deutschland, Stefan Raabs, Hade Wade Dudde da. Dann ist unser Astronaut auch auf dem Laufenden, was die Nation hier unten beschäftigt. Gleich gibt's die Highlights der Mission mit dabei. Wir werden sehen, wie Gerhard Thiele die E-Mails beantwortet, die ihm aus dem Space Forum zugeschickt wurden. Deutschland von dort oben erkennen, das fragen Schülerinnen und Schüler der Staufer Realschule in Waiblingen. Bislang habe ich Deutschland noch nicht sehr gut sehen können, weil ich nur bei Nacht über Deutschland gekommen bin und es meistens bewölkt war, sodass auch die Städte nicht zu sehen sind. Wir haben gegen Ende unseres Fluges, etwa am Sonntag, Montag, die Gelegenheit, Deutschland bei Tag zu sehen. Und wenn es dann nicht bewölkt ist, dann sollte es einfach sein, den Rhein auszumachen und ganz Deutschland auch. Und die andere Frage, ob es die schönen Bilder auf CD-ROMs gibt, meine Antwort, ich hoffe doch sehr, dass das geschieht und ich hoffe auch, dass die Verantwortlichen im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und bei der Europäischen Agentur ESA zuhören und das Wirklichkeit werden lassen. Die Frage von Christoph Kasper aus Semichau in Ostsachsen lautet, welche Zeitrechnung haben Sie da oben im Shuttle? Und wir rechnen in der sogenannten MET, das steht für Mission Elapsed Time, und diese Zeit beginnt mit 0 Sekunden beim Start und zählt dann kontinuierlich hoch. Und im Moment sind wir bei 7 Tagen, 4 Stunden und knapp 40 Minuten. Und die zweite Frage, woran ich denke, wenn ich über Deutschland fliege, wenn ich über Deutschland fliege, denke ich genau wie sonst auch an die Menschen, die unten auf der Erde leben und an ihre Träume. Und wie viele von ihnen auf der Erde Träume gehabt haben, genau wie ich geträumt habe. Und ich hatte das Glück, dass mein Traum in Erfüllung gegangen ist. Endeavour Houston, good morning to the Blue Team. We just thought we'd play you the Prop Fido theme song for the mission. Thank you.
Gestern Abend gab es ein besonderes Ereignis. Gegen 19 Uhr unterhielt sich die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Buhlmann, aus Washington mit der Crew an Bord der Endeavour. Dort waren mit dabei Commander Kevin Kriegel, Dr. Gerhard Thiele, Janet Cavandi und Janice Voss. Wir haben dieses Gespräch live übertragen, doch möglicherweise waren Sie nicht mit dabei gestern Abend. Deswegen wollen wir es jetzt noch einmal wiederholen. Crew of SDS-99, it gives me tremendous pride and privilege to introduce Minister Edelgard Buhlmann. She is very, very committed to making sure that space touches people in Germany and around the world. And this mission is a mission that really does that. It will touch people in many ways for many years to come. So it is my honor to introduce Minister Buhlmann. Thank you very much. Hello, first of all. Before I want to ask you some questions, I would like to congratulate you because you are doing a very excellent job. And I think this mission will convince people that space research can bring profit to them as well. And therefore, I think it's an excellent mission. And the success of the mission depends on you a lot. Mr. Kriegel, you are not only the commander of a very interesting mission, but you are also the commander of a very interesting crew. And I would like to know how the feeling is, how the cooperation works out with people from different countries, from different nations. Well, Mr. Bowman, it's my pleasure to fly with several crew members from many different countries, Japan, Germany, France, Canada, Ukraine, and I think this is the face of space travel in years to come, and that's international cooperation. And we're going to be doing a lot of that as we build the International Space Station in years to come. So I only can see good things coming from it. Herr Thiele, Sie haben sehr lange auf Ihren ersten Flug warten müssen. Ich weiß, dass Sie zwischendurch auch einmal überlegt haben, will ich eigentlich noch weitermachen? Jetzt arbeiten Sie im All bei einer der wichtigsten Missionen. Wie beurteilen Sie den Verlauf der Mission und was hat Sie persönlich während dieser Mission jetzt am meisten beeindruckt? Herzlich willkommen an Bord, Frau Ministerin. Sie haben ganz richtig gesagt, dass es schon eine Weile gedauert hat, bis dieser Flug stattgefunden hat. Aber da hat jemand aufgepasst, dass ich nicht in der Zwischenzeit andere Entscheidungen getroffen habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Der Blick auf die Erde ist wirklich ausgesprochen schwer zu beschreiben. Und ich bedauere, dass ich kein Poet bin, um wiederzugeben, was in einem vorgeht, wenn man die Erde sieht, insbesondere wenn man sieht, dass es auf dieser Erde keine Grenzen gibt. Wie lebt es sich eigentlich schwerelos, Herr Thiele? Die Schwerelosigkeit ist erstmal eine große Überraschung, aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell daran. Ich war völlig verblüfft. Es dauert etwa 3 bis 4 Tage, bis man sich zu Hause fühlt. Und jetzt fehlt mir fast die Erinnerung an die Schwerkraft. Ich bin völlig fasziniert von dem Gedanken, wie jemand, der 30 oder 40 Jahre auf der Erde gelebt hat, sich an diese völlig veränderte Welt in einer so kurzen Zeit anpassen kann. Das können wir leider jetzt nicht nachvollziehen, wie es sich schwerelos fühlt, aber vielleicht haben einige der Anwesenden ja noch die Möglichkeit. Ich würde noch gerne eine Frage an Frau Cavandi stellen und, oder an Janice Voss. Sie haben bereits Erfahrung, you have already gained experience from previous space missions. What is special about this mission in your point of view? Well, from my point of view, I think this is one of the most important scientific missions that we've ever flown on the space shuttle. It is one of those rare occasions where the people on Earth will benefit directly and they can see the results immediately. I think
throughout the world, these maps that have been produced on orbit so far are hitting the newspapers, and people are looking at them on the internet, and I think people are beginning to realize what a great contribution this mission has been already to the people on Earth, and we have so much data, it will take a couple of years at least for all this data to be analyzed, but if you've seen what we have produced so far, it's just a small tidbit of what will be coming over the next couple of years, and its applications to humans on Earth are incredible. Mm-hmm. I agree. Ich habe noch eine Frage an Herrn Thiele. Eine sehr persönliche Frage. Sie sind ja Vater von 4 Kindern. Sie können Ihren Kindern ja von dieser Mission nichts mitbringen, nichts Materielles mitbringen. Aber Sie können ihnen doch vielleicht etwas anderes mitbringen und vielen anderen jungen Menschen auf der Erde eine Botschaft, eine Erkenntnis, eine Einsicht. Ja, und das versuche ich auch schon im Space Forum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Wir werden oft gefragt, was muss man denn tun, um Astronaut zu werden? Und man hört häufig, man muss ein guter Wissenschaftler sein. Meine Antwort ist, bewahrt eure Träume. Eure Träume sind eure Zukunft. Träume sind das, was uns vorantreibt und was die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden vorangetrieben hat. Wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn es nicht immer Menschen gegeben hätte, die ihre Träume verfolgt haben. Und man kann an mir sehen, es dauert mitunter lange, aber Träume werden Wirklichkeit. Und deswegen meine Botschaft an die Kinder, aber nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Erwachsenen, bewahrt die Träume. Vielen Dank für diese Botschaft, Herr Thiele. Ich möchte der ganzen Crew, and I would like to wish all members of the crew, good luck for re-entry and for the landing next week. Thanks. Thank you very much, Minister Bowen. Während wir gestern hier unten an unserer Alt-TV-Produktion arbeiteten, flog über uns die Endeavour hinweg. Die Gegend um Oberpfaffenhofen war dran mit der Radarerfassung. So können wir Ihnen heute schon einen kleinen besonderen Blick von oben auf diese Region zeigen. Ausführlicher wollen wir uns mit Japan beschäftigen. Gestern gab es eine kurze Vorschau auf die Insel Hokkaido. Das deutsche Fernerkundungsdatenzentrum hat inzwischen eine eindrucksvolle Animation berechnet. Wir zeigen Ihnen diesen Überflug. Und wie aus Daten Bilder werden, damit wollen wir uns anschließend beschäftigen.
heute Nacht unserer Zeit um 2.14 Uhr könnte es Spaß an Bord der Endeavour geben. Wir haben nämlich im Ablaufplan von NASA TV, das uns immer wieder mit Bildern von Bord versorgt, einen ungewöhnlichen Punkt entdeckt. Da heißt es Houston Livestock Show and Rodeo Event. Gestern Abend hat in Houston eine große internationale Viehmesse begonnen. Züchter und Farmer aus der ganzen Welt fahren dorthin. Abends gibt es spektakuläre Rodeos und jede Menge Country-Konzerte. Was das Ganze mit unserer Crew an Bord zu tun hat, mit der SRTM-Mission, wir können momentan auch nur raten. Man kann aber live dabei sein und zusehen, denn wir zeigen ja im Space Forum, im Internet, NASA TV, wann immer wir nicht auf Sendung sind. Also vielleicht selber mal vorbeischauen. 2.14 Uhr ist die Uhrzeit. Und wenn es was Spannendes war, dann zeigen wir es auf jeden Fall auch morgen wieder in den Highlights der Mission. Bis dann bei ALTV. Die Shuttle-Radar-Topografie-Mission SRTM ist ein Gemeinschaftsprojekt der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR. Die Dornier-Satellitensysteme GmbH ist industrieller Hauptauftragnehmer für die Entwicklung des Radarsystems XSAR. Der deutsche Astronaut Dr. Gerhard Thiele gehört dem europäischen Astronautenteam der ESA an.